Herr Chefredakteur Lang, danke erstens einmal für die Zeit, für das kurze Interview. Und ich fange mit einem ganz einfachen Stimuluswort an, was heutzutage jetzt in aller Munde ist, aber was wenige verstehen oder zu umsetzen verstehen: Cross-Media. Damit haben wir wahrscheinlich nicht mit dem leichtesten Stimulus begonnen. Ja. Cross-Media könnte wahrscheinlich, also wenn ich versuchen sollte, es zu erklären, dann ist es der Versuch, Inhalte auf mehreren Ebenen zu platzieren oder in mehreren Medienformaten darzustellen und gleichzeitig, wobei das wäre dann eben nur Multimedia, und gleichzeitig danach zu trachten, dass diese verschiedenen Kanäle oder die verschiedenen Medienarten von ein und demselben Team bedient werden. Das heißt, ein Wortredakteur würde in die Verlegenheit kommen, Bilder zu machen, ein Bildredakteur würde in die Verlegenheit kommen, Videos zu machen, ein Videoredakteur würde in die Verlegenheit kommen, Grafiken zu zeichnen oder so irgendwie. Und der crossmediale Ansatz eines Medienhauses wäre, so glaube ich, simpel erklärt, dass man derzeit getrennt voneinander marschierende oder operierende Einheiten zusammenlegt und einfach dort einen Pool an Experten, Journalisten oder wie auch immer bildet, der eben diesem crossmedialen Ansatz nachkommt und damit Nachrichten in verschiedenen Medienformaten produziert. Wenn ich die APA richtig kennengelernt habe, seid ihr eigentlich heute oder schon früher schon gewesen eine Cross-Media-Agentur, wenn ihr das so sagen könnt? Unbedingt, unbedingt. Wobei eine Nachrichtenagentur per se den großen Vorteil in dem Fall hat, sich nicht entscheiden zu müssen, ob sie dem Printprodukt den Vorrang gibt oder den Online- oder neuen Medienprodukten, weil wir keine Printprodukte haben. Das heißt, Agenturjournalismus ist eigentlich immer schon ein Online-Produkt gewesen und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, zu entscheiden, welche Dinge werden quasi nur in den sogenannten Basisdiensten einer Agentur, also in den grundnormalen Diensten angeboten, und welche Inhalte nimmt man dann noch dazu, die quasi in anderen Medienformaten die Wertschöpfungskette verlängern, die Inhalte in anderen Formaten erzählen etc. etc. Wenn man davon ausgeht, dass eine große Geschichte, nehmen wir jetzt den Tod von Michael Jackson oder so irgendwie, das ist auch noch in der Nacht passiert, auf sehr vielen Ausspielkanälen präsentiert werden muss, dann ist es so, dass Agenturen wie eben die APA unter Umständen bis zu 15 verschiedene Textformate allein dazu haben, ja. SMS, MMS, Teletext, Public Viewing etc. etc. Und dann eben noch dazu die ganzen anderen Formate wie Audio, Video, Bild, Grafik etc. Jetzt als Psychologe simpel gedacht, Sie haben eine riesen Vielfalt und Bandbreite an Informationen. Textinformation, Bild, Sound und die höchste Qualität, wo die Realität mehr oder weniger eingefangen wird, ohne die Seele zu erfassen, das Video. Wie kann man das als große Agentur schaffen, diese verschiedenen Modalitäten und auch die Inhalte so zu kombinieren, dass sie beim End-User oder über jetzt den Zeitungskunden, der die APA-Inhalte kauft, gut oder wirkungsvoll ankommt? Wie kriegt man das hin, dass man das kombiniert mit einem Kunstwerk? Naja, da gibt es zwei Ansätze dazu. Das eine ist eine fast rein technische Frage. Das heißt, die Benutzeroberfläche für, ich muss das ein bisschen reformulieren, wir müssen aufpassen, Agenturen sind ja zunächst einmal ein reines B2B-Business. Das heißt, eigentlich sind Agenturen dazu da, um andere Redaktionen mit Nachrichteninhalten zu beliefern, die dann daraus ihre Produkte schneiden. Das heißt, das eine ist eine technische Frage, schaffe ich es, eine Plattform zu generieren, zu gestalten, wo das Frontend für den Kunden, ist der Redakteur, so gebaut ist, dass er zu einem Thema alle Inhalte gleich findet. Also er muss sich nicht aus einer Datei irgendwie den Text zusammenklauben, das Video ist irgendwo ganz anders etc. etc. Das ist eine reine technische Frage und ist im Prinzip eine Frage von Metadatenvergabe. Das heißt, je besser die Deskriptoren zu einem Nachrichtenstück sind, sowohl in allen Medienformaten, umso eher ist der Kollege, die Kollegin in der Lage, daraus den eigenen Auftritt zu bauen. Das andere ist, was immer stärker in den Vordergrund kommt, eben weil die Online-Medien so stark sind, ist, dass Portale, Applikationen, Apps, Tablets etc. etc. direkt von der Agentur beliefert werden. Das heißt, es gibt zwischen dem Endkunden, dem Leser, dem Hörer, dem Seher und der Agentur keine zwischengeschaltete Redaktion mehr. Das ist auf der einen Seite ein Problem oder eine Aufgabenstellung der Qualitätssicherung, weil früher waren Agenturinhalte grundsätzlich einmal schnell und richtig, aber sie wurden auf jeden Fall noch von einem Redakteur bearbeitet. Das fällt in diesen Fällen weg. Und zum anderen ist es eine Frage der Aufbereitung. Das heißt, auch die APA übernimmt im Prinzip schon das Enddesign für den Kunden, der sagt, ich hätte auf meinem Portal, auf meiner Applikation gerne diesen Inhalt in grün, in blau, in dieser Länge oder wie auch immer, keine Society, nur Politik etc. etc. Und das wird dann bei uns in der Redaktion gestaltet. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, weil Sie gerade draußen, habe ich mitbeobachten können, einen Mitarbeiter für einen guten Beitrag gelobt haben, um ihn zu motivieren.
ihr stellt sie dann schon vorab, weil ihr das schon nicht direkt an die Zeitung, sondern an den Endverbraucher über einen Kanal spielt, ein Potpourri zusammen. Das heißt, ein guter inhaltlich qualitativer Text, Bild dazu, vielleicht ein Videobeitrag. Das heißt, dieses Produkt müsse eine gute Qualität haben und auch von den Modalitäten sinnvoll zusammenpassen. Ja. Das heißt dann auf Deutsch, ich muss ja da sehr viel Hirnpotenzial, aber auch Kreativität einbringen, um so ein gutes Produkt zu liefern, dass möglichst viele Endverbraucher es lesen, weil dann wird der zwischengeschaltete B2B-Kunde das auch kaufen von der APA, wenn das gut gelesen und viel gelesen wird. Richtig. Der Vorteil in der Agentur ist, dass wir auf einem ausgesprochen großen Schatz an Inhalten sitzen, stehen, wie auch immer. Also die Zahl der Agenturmeldungen, die dann letztlich das Licht der Welt in einer Zeitung, in einem Fernsehbeitrag oder wie auch immer erblicken, hat ja überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir zunächst einmal Informationen zur Verfügung haben. Man muss sich mal anschauen, also rein durch die Agenturverträge, die wir haben Verträge mit 45 Agenturen weltweit, kommen zwischen 18.000 und 25.000, wir nennen es halt News-Items, also Meldungen ins Haus. Würden wir alle Fotos auswerten oder verwenden, dann haben wir mehr als 3.000 Fotos pro Tag von Videos Redigal. Das ist das Potpourri, wie Sie sagen, ist zunächst einmal sehr breit. Aufpassen müssen wir nur, also der kreative Prozess im Sinne von, wie sieht das Endprodukt dann aus, ist zunächst einmal beim Kunden. Das heißt, der Kunde sagt uns, ziemlich genau eigentlich, wenn du mein Portal, meine Applikation, mein wie auch immer direkt bespielst, dann ist das dein Spielraum. Also da darfst du dich bewegen, das hätten wir gerne von dir. Und soweit ich bisher die Erfahrung habe, kommen wir dem auch halbwegs vernünftig nach. Das heißt, als Abschlussfrage, ein APA-Redakteur bis hin zur Spitze bei Ihnen muss eigentlich ein Medienmanager sein, der gute Texte oder Inhalte produzieren kann oder aufbereiten, wenn ich das richtig verstehe. Als auch jetzt mit den neuen Modalitäten, so wie Sie das gut geschildert haben, Video, interaktive Medien zurechtkommen, dass er eben für den End-User, den normalen Leser oder Portalkonsumenten, ein attraktives Produkt hat oder produziert. Ja, das, um es mal zurückzugeben, haben Sie sehr schön gesagt. Es ist so, also wir haben im Prinzip, also was es bei uns in der APA und auch bei den meisten Medienhäusern und auch Agenturen weltweit so gut wie gar nicht gibt, ist diese vielgelobte eierlegende Wollmilchsau. Wir haben keine Wortredakteure, die auch noch verpflichtend und immer fotografieren, die verpflichtend und immer schneiden, die verpflichtend und immer drehen können. Was uns aber besonders wichtig ist, ist, dass die Redakteure, egal in welcher Abteilung sie arbeiten, Basisdienst, Multimedia, aber Finance etc., die ganzen Endprodukte kennen. Das heißt, die Redakteure müssen in der Lage sein und sind in der Lage einzuordnen, welchen Stellenwert ihre Geschichte, ihr Bild, ihr Video nicht nur für den reinen Basisdienst abhaut, sondern was damit dann von anderen nachgeordneten Organisationen gemacht wird, wie das verarbeitet wird und wie es beim Kunden ankommt. Und da sind wir, glaube ich, recht weit. Es gibt aber mittlerweile in der Redaktion nicht nur Redakteure. Wir haben ein eigenes Produktmanagement, also wir haben Produktmanager, die Schnittstelle zum Verkauf und zum Markt darstellen. Wir haben eigene Programmierer, also wir haben sogar Technikabteilungen, was ganz wichtig ist, die mit der Redaktion unmittelbar zusammenarbeiten. Und das wäre dann, dann könnte man das eigentlich, das wäre dann zur Eingangsfrage irgendwie das Abschließende. Wir sehen uns heute nicht mehr als quasi crossmedialen Newsroom und nicht mehr als multimedialer, sondern als voll integrierter Newsroom. Und voll integrierter Newsroom oder voll integrierte Redaktion ist dann eben etwas, wo all diese Dinge quasi in einem Team stattfinden. Super, Herr Chefredakteur, danke für die Zeit und danke für das kompetente Darstellen dieses Prozesses. Dankeschön. Danke.